Hallo Angelfreunde, im letzten Video habe ich Ihnen erklärt, wie man die Formen der G-Köpfe auswählt. Jetzt erkläre ich, welche Gewicht man wählen sollte und warum. Zum Ersten, es muss die Form der G-Köpfe gewählt werden, wie im letzten Video erklärt. Dann muss das Gewicht gewählt werden, was am kompliziertesten ist. Dies kann von Ort zu Ort variieren. Also eine Faustregel, die man nutzen kann, ist 2 Gramm pro Meter Tiefe. Zum Beispiel für 2 Meter Tiefe 4 Gramm, für 5 Meter Tiefe 10 Gramm. Aber man muss diese Faustregel allerdings an einige Parameter anpassen. Der Wind, die Strömung, ob vom Ufer oder vom Boot oder Kajak, die Wassertiefe, wie tief man angeln möchte, am Grund oder am Mitte, der Ködertyp, also Schad oder Finesse, die Dickkopfform, die Schnurbreite, also 0,6 breite Schnur, wird weniger Resistenz in der Strömung als eine 0,15. Die Schnelligkeit des Aufsteigens beim Aufrollen. Beim schnellen Aufrollen sollte man ein schweres Gewicht wählen, um näher am Grund zu bleiben. Beim langsamen Aufrollen eher ein leichteres. Ich persönlich mag meistens lieber langsame, fast am Grund hangen. Deswegen wähle ich immer ein leichteres Gewicht als die Faustregel. Aber Vorsicht, es ist nicht einfach, das perfekte Gewicht zu finden. Die Bedingungen können schnell variieren und das sogar während der Angelsession. Ich ändere regelmäßig während einer Tour das Gewicht, um mich an veränderte Bedingungen anzupassen oder eine andere Wasserschicht zu erkunden. Ein weiteres Beispiel. Von einem Boot gegen Wind und Strömung kann man beispielsweise in 5 Meter Tiefe mit 20 Gramm angeln. Im Gegensatz dazu kann man vom Ufer ohne Strömung und Wind mit 3 Gramm in 3 Meter Tiefe angeln. Aber nicht vergessen, zu leicht ist immer besser als zu schwer. Nun zu den Haken. Bei gleichem Gewicht gibt es unterschiedliche Längen und Größen. Man muss abhängig von der Größe des Zielfisches einen anderen Haken wählen. Bei kleineren Fischen wie Barsche nimmt man eher einen kleineren Haken. Bei größeren Fischen wie Hechte nimmt man eher einen größeren Haken. Die Hakenlänge muss außerdem an die Größe des Gummifisches angepasst werden. So kann der Haken perfekt platziert werden. Ein Minimum an Fischen wird nur verpasst und der Schwimmköder wird nicht beeinträchtigt. Nächste Woche zeige ich Ihnen, wie man einen Gummifisch mit der richtigen Größe richtig montiert. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen und gefallen. Viel Erfolg und Petrial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!